Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, Leute. Und wir befinden uns im wunderschönen Tirana, Albanien. Ja, und ihr seht schon, ich bin richtig, richtig voll bepackt. Wir sind leider nur mit Handgepäck mit Wizz Air geflogen. Und heute geht's in der Hauptstadt mit dem Bus, den wir jetzt noch suchen müssen, nach Durres. Ja, das sind ungefähr nur, ist nicht mal so weit, ich glaube 30 bis 40, 50 Kilometer. Ja, das ist sozusagen der Strand hier für die Hauptstadt von Tirana. Und da haben wir uns ein Hotel gebucht und wir fahren jetzt hier mit dem Bus dann dort nach Durres. Ja. Sonne, ihr seht es gerade selber, wir haben hier Ende Mai, ist leider noch nicht so draußen, aber wir haben 27 Grad und deswegen, ich war schon lange nicht mehr am Strand. Ja, lass uns starten und wir gehen erstmal jetzt einen Kaffee hier trinken. Es ist wunderschön, da war übrigens unser erstes Hotel hier in Albanien. Oh, sorry, wir gehen mal kurz über die Straße, sorry. Hier war übrigens unser erstes Hotel, war sehr, sehr gut für 27 Euro. Und ja, wir schauen mal, was uns noch erwartet. Wir sind danach übrigens auch noch wieder in Tirana für nochmal für einen Tag. Und ja, heute ist Sonntag übrigens und diese ganzen Cafés hier und so, richtig geil. Ich fühle mich wie ein Tourist hier, voll bepackt mit den ganzen Sachen hier, Leute. Aber das ist das Reisen und ich würde sagen, ja, lasst uns auf den Weg machen und schauen, was wir alles heute erleben in diesem kleinen Vlog hier. Und ich zeige euch mal ganz kurz was auf der Seite. Dieser BMW und das hier. Wow. Oh, ja, be careful. Hier. Nochmal von der Seite ein bisschen. Ist wunderschön hier. Sowas feiere ich auch, ne? Also sehr, 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 sehr cool, Leute. Einfach mal so Klopapier hier auf der Straße verkaufen. Sowas, das feiere ich halt an Reisen auch in so Länder hier wie im Balkan. Ja, so die Leute machen einfach verkaufen. Das ist klar, das ist in Deutschland nicht möglich. Aber das, oder wo wir angekommen sind, einfach mal so Schafe mitten auf der Straße. Das ist geil. Und solche Cafés hier, wie ihr hier sehen könnt, in Tirana sind nicht mal so teuer. Wir waren gestern essen für zwei Personen, zweimal Nudeln, zwei Getränke für ungefähr 9 Euro. Ja, also wirklich sehr, sehr preisgünstig. Und ihr seht, ja, viele, viele Touristen auch, die hier mittlerweile ja, nach Albanien reisen, Leute. Aber lasst uns erstmal einen lecker, lecker Kaffee uns gönnen für den Start des Tages. Und hier könnt ihr sehen, wow, wunderschön. Good morning, Tirana, Albania. Den wunderschönen Café werden wir jetzt mal, gebt euch mal, wie das ausschaut, das ist heftig. Hier mitten an der Straße, wenn wir uns jetzt erstmal einen lecker, lecker Kaffee gönnen. Und es sind richtig krasse Preise, auch wie das hier ausschaut. Wow, wunderschön, Leute, das ist Albanien, ne? Das ist krass, richtig wunderschön, aufgebaut alles. Dann werden wir uns jetzt erstmal einen lecker, lecker Frühstück gönnen. Das ist wirklich krass, da kostet ein Kaffee, ungefähr ein Cappuccino, 1 Euro, ja, 130. Wunderschön. Ihr könnt euch den meisten, wie gesagt, auch mit Euro bezahlen. Hat mir gestern noch mal ein Albaner, der in Deutschland lebt, also der auch zum Urlaub hier zu Gast ist, noch mal mitgeteilt. Ja, ich bin aber trotzdem so mit Geld wechseln und ihr könnt natürlich auch mit Karte bezahlen. Ja, und hier könnt ihr sehen, wunderschön, wie ein Bäcker. Ja? Wie ein Bäcker bei uns. Und ja, Cappuccino und vielleicht so ein lecker Sandwich für ein Frühstück. Was meint ihr? Wir schauen mal, ja. Ja, Leute, und hier könnt ihr es nochmal sehen. Wir haben jetzt hier für zwei Kaffee und zwei belegte Brötchen, die auch richtig, richtig lecker sind, 5 Euro gezahlt. Ich muss den Kaffee gleich mal abheben. Da könnt ihr sehen, ja, wirklich sehr geil. Könnt ihr auch mit Karte bezahlen. Ja, sehr, 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 sehr preisgünstig, Leute. 5 Euro kann man nicht sagen. Wir gönnen uns jetzt nochmal den Kaffee. Und ja, dann geht's wirklich ab, dass wir den Bus endlich finden nach Durres, Leute. Ja, Leute, so, jetzt sind wir angekommen hier. Bastion, also was heißt Bastion? Hier mit dem Bus hier in der Mitte von Tirana, gleich beim National Museum gegenüber. Das findet ihr auch gleich da vorne, ist der Burger King. Und hier fahren wir jetzt mit so einem ganz normalen Linienbus, wie von der BVG in Berlin, zu dem Bastion, wo wir jetzt nach Durres fahren. Genau hier, da könnt ihr die Busse sehen. Und die Leute sind echt freundlich so. Geht ihr einfach zu dem Busfahrer hin und dann fragen wir den jetzt mal, ja, ob der dann zu diesem Bastion fährt und das war's. Ja, also richtig, richtig easy und so eine Fahrt kostet
Nicht mal ein Euro. Ja. Also müsst ihr dann vorne bezahlen? Ja. Genau hier, Leute. Das ist Albanien. Sowas so nice. Der Porsche auch vor die Haustür. Ja. Genau hier. Das ist der Bus-Terminal. Und wir schauen jetzt mal, wann der Bus ankommt. Und dann fragen wir jetzt mal gleich. Und hier gibt euch mal die Gebäude. Boah, das ist heftig, ne? Auch hier. Sehr, 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 sehr cool. Der Bus, also der fährt zu Dogana. Das ist so eine fette Bus-Terminal irgendwie. Ja, Dogana. Aber wie gesagt, halt, das ist ein bisschen unübersichtlich, weil manchmal steht auch keine Nummer drauf. Einfach nachfragen. Da sind immer vorne, ist immer ein Fahrer. Und den fliegt ihr einfach nach und dann, genau, sagt ihr euch schon. Weil viele verstehen auch wirklich Englisch schon, ne? Also, auch wenn ihr sagt, du rest, dann verstehen die das auf jeden Fall. So, Leute, wir sind im Bus angekommen. Da stand jetzt nichts drauf, aber der Typ war richtig freundlich. Er hat einfach nur so gesagt, ja, hier, Bus-Terminal. Und da sind wir jetzt eingestiegen. Und der sammelt auch hier im Bus jetzt das Geld. Ja, also der zahlt nicht vorne, der kommt jetzt hier, läuft durch. Wenn ihr jetzt hier sehen könnt. Und ja, da bezahlen wir jetzt und der fährt jetzt hier zum Bus-Terminal. Dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Also, einfach fragen. Da kommt ihr auf jeden Fall weiter, weil die Leute sind wirklich sehr, 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 ja, sind sehr, sehr freundlich, Leute. Hier könnt ihr sehen, der läuft jetzt hier durch und sammelt dann das Geld ein, bezahlt hier. Und ja, und dann schlagen wir uns mal weiter zum Bus-Terminal von Tirana. Und dann geht's nach Durres, Leute. Ja, auch geil. Einfach ganz normaler, schlichter Bus hier. Ganz normaler, schlichter Bus. Hier bei uns, BVG. Genau, das kostet nicht viel. Ich glaube, es kostet 50 Cent oder so, ja. Genau, hier, der läuft durch. Also, mal schauen, wie es weitergeht. Eine Fahrt 40 zum Busterminal. Und ja, hier, der läuft jetzt rum und so. Ja, Leute. Sorry. Genau, er hat uns das nochmal erklärt. Da vorne, thank you so much, yeah. Zum Busterminal. Die Leute sind sowas von freundlich hier. Schaut mal, ne? Also, da stand auf dem Bus stand nichts drauf. Gebt euch mal, da stand absolut nichts drauf, wie ihr sehen könnt. Auf den auch nicht. Und der Herr war aber so freundlich und meinte, ja, hier, hier, ich sag euch, wie es zum Busterminal geht. Und genau, jetzt sind wir hier am Busterminal angekommen. Und von dort nehmen wir jetzt den Bus nach Durres, wo wir 2 Tage sind. Da nehme ich euch dann auch mit, mal schauen. Schade, dass das Wetter nicht so geil ist, ja. Das ist so ein bisschen das Problem hier. Aber macht nichts. Macht nichts, Leute. Hier vorne. Bus-Terminal. Auch so geil mit den Wolken, ne? Ich hoffe mal, ich kann euch eine geile Qualität bieten. Weil Qualität ist immer sehr, sehr wichtig, ja. Genau, und ihr könnt euch jetzt so fragen, denke ich mal, wo es hingeht. Das ist sowas von oldschool. Ich feiere das richtig. Ne? Nicht so wie bei uns, die Bus-Terminals. Hier, Leute. Wow, wow, wow. Genau, und da, ich zeige euch jetzt mal die andere Seite, wie das Ganze hier ausschaut. Da könnt ihr sehen, wie viele Busse hier sind. Ne? Und da müssen wir uns jetzt halt durchsuchen, wo halt Durres draufsteht. Ne? Hier auf dem Bazar ein bisschen. Hier auf jeden Fall nicht. Ah, Durres. Schaut mal. Und so leicht geht das Ganze. Lass uns einsteigen. Ja, Leute, so schnell kann es gehen. Und innerhalb von 2 Minuten sind wir jetzt im Bus nach Durres. Und ja, von dort schlagen wir uns dann weiter ins Hotel. Der Bus ist richtig voll. Ne? Sehr, 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 sehr cool. So wie einfach durchfragen. Dann funktioniert alles. Also, mal schauen, wie die nächste Reise weitergeht. So, Leute, wir sind endlich angekommen in Durres. In Durres. Und ja, ihr müsst jetzt am Ende hier vorne bezahlen, ja? Das heißt, genau, alle gehen raus und bezahlen jetzt hier. Und das war's dann. Dann seid ihr hier. Ungefähr 30 Minuten Fahrzeit. Ja, ich zeige euch dann gleich nochmal, wie viel das kostet. Genau, alle stellen sich an. Und das ist das Bus-Terminal. Und ich muss jetzt auch mal mein Handy kurz wegpacken, um zu bezahlen. So, wir sind ausgestiegen. Eine Fahrt, ich habe jetzt mal ganz kurz durchkalkuliert. 1,80 Euro, Leute, für, ja, so 40 Minuten hat schon gedauert, ja, 40 Minuten. Und dann seid ihr jetzt hier am Busbahnhof und es ist eigentlich richtig easy, hier zu traveln, weil im Endeffekt könnt ihr so ganz Albanien
wir reisen halt, ne? Von allen möglichen hier nach Flora, was ich überall so, ist die beste Möglichkeit, richtig günstig. Und genau, ihr seid jetzt mitten hier in der Stadt von Durres. Und genau, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Dann gehen wir ins Hotel und dann will ich auch nochmal einen Vlog zeigen, wo auch vielleicht die Sonne scheint und wo wir nochmal den Strand dann gesondert anschauen. Aber auf jeden Fall schon mal cool, ist schon ein bisschen anders wie die Hauptstadt Tirana. Aber genau, ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen um. Can I have a water? Ich brauche erstmal ein Wasser. Ah, can you hold? Erstmal ein Wasser, Leute. Und ihr könnt halt alles zu Fuß hier laufen. Klar, hier sind auch Taxis und so weiter, aber das geht alles klar so. Einfach eingeben Google hier in eurem Map und dann könnt ihr alles sehen. Also, lasst uns ein bisschen umschauen. Ich zeige euch nochmal das Hotel und dann war es das eigentlich vom ersten Vlog hier, den ersten Einblick hier in Durres. Ja, auch der Gebäudestil, auch finde ich auch wunderschön. Genau, so eine Art von Shoppingstraße hier jetzt in Durres. Auch hier mit der ganzen Wäsche und so. Aber man muss sagen, heute ist wirklich ein bisschen kalt, Ende Mai. Ja, hier schaut mal Maserati auch am Start. Stores und so. Schreibt mir gerne rein, welche Kameraperspektive besser ist. Ich glaube, die ist auch ganz cool. Genau, es ist wirklich ein bisschen kalt, um ehrlich zu sein. Aber sowas ist schon, ist nice, Leute. Ich feiere es allgemein zu reisen, egal wo auf der Welt. Und ja, welcome to Albania. Genau, also eher so ein Baustil, wie wir auch in Tirana hatten. Looks a bit different, right? Um jetzt mal kurz zu riechen. Oh, you smell already the beach? No, right? Nee, man kann den, das Wasser, die Strand, die Adria, ja, noch nicht riechen. Genau, hier so, ganz normaler Häuserstil. Schaut aber cool aus, ja, im Balkan-Style. Und hier gibt es auch mehr, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon mehr Essensläden gesehen, auch so Dönerläden und so. Auch hier Souvlaki, Gyros. Hier, Leute, die ersten Eindrücke ein bisschen. Genau. Hier so ganz normal Strandleben, wie man auch ein bisschen aus Italien kennt. Nicht so viele gefälschte Sachen wie hier oben Louis Vuitton und so. Nicht jetzt ganz so viel da drüben Gyros. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen hungrig. Und ja, wir laufen jetzt mal zum Hotel, die Straße entlang. Hier die Werbung hier. Ich feiere das auch wie in Mexiko. Die ganzen Kabel oder Kabel, wie sagt man es? Hier die Internet- und Telefonleitung. Und warte, ich zeige euch nochmal ganz kurz die andere Seite. Genau, ein paar Malls und so weiter. Ja, es ist echt schade mit dem Wetter halt hier. Ne? Ich glaube, wenn das Wetter richtig schön warm wäre, wäre es halt hier richtig cool. Jetzt ist halt, wie gesagt, das Wetter nicht so gut und ja, man fährt in eine Strandstadt, um auch am Strand zu gehen. Deswegen reicht es vollkommen meiner Meinung nach auch jetzt hier. Wir sind 2 Tage jetzt halt hier. Ne? Morgen kompletten Tag und dann Dienstag früh nochmal nach Tirana. Dann haben wir nochmal einen kompletten Tag in der Hauptstadt. Und vielleicht, genau, also wir machen nochmal, ich denke mal, dass morgen das Wetter besser ist, dann zeige ich euch nochmal den Strand so. Auch nochmal eine Streetfood-Tour. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon von diesem kleinen Vlog mit der Busfahrt. Busfahrt ganz kurz erklärt von Tirana nach Durres für 1,80 Euro, Leute. Ja? Das war's. Wir sehen uns mit dem nächsten Video. Es folgen, denke ich, noch 3 Videos, dass die 5 Stück haben hier aus Albanien. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir laufen jetzt in unseren Hotel, Leute. Hoffentlich beim nächsten Mal mit ein bisschen besseres Wetter.